Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und diesmal soll es wieder um Bluetooth und Musik gehen. Ich hatte ja bereits in einer der letzten Vlog-Folgen euch die Huawei FreeBuds vorgestellt und dann auch einen kleinen Teaser gemacht zu einem Produkt, was euch erlaubt, eure alten guten kabelgebundenen Kopfhörer weiter zu nutzen und die dann auch per Bluetooth anzusteuern auf Smartphones, die beispielsweise keinen Kopfhörerausgang mehr haben. Da gibt's ja welche. Ich verstehe nicht ganz warum. Ich habe auch glücklicherweise alle meine Smartphones, das BlackBerry Key 2, hat einen Kopfhörerausgang. Mein Sony Xperia X hat einen Kopfhörerausgang. Das wahrscheinlich Nachfolgeprodukt, das XR2 mit Selfish OS natürlich, wenn das mal stabil wird, hat einen Kopfhörerausgang. Da sieht man es, Kopfhörerausgang. Das Honor 10 hat einen Kopfhörerausgang. Das heißt, eigentlich brauche ich so einen Bluetooth-Teil gar nicht. Aber ich will es einfach mal testen, wollte es einfach mal testen. Vor allen Dingen, als ich es gesehen habe, für einen unschlagbaren Preis. Die Sony Stereo Bluetooth Headset heißt das Ganze. Oder die SBH24. Steht auf der Rückseite drauf. SBH24 Kopfhörer. Es sind nicht nur Kopfhörer, sondern ihr seht auch eventuell, hier sind noch die Kopfhörer eingepackt, die habe ich gar nicht erst ausgepackt. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Sie sehen so ein bisschen aus wie die MH750er kabelgebundenen Kopfhörer. Sind auf jeden Fall kabelgebundene Kopfhörer. Ich weiß aber nicht, ob sie es sind. Ich habe sie noch nicht rausgepackt. Auf jeden Fall habe ich sie als Ersatz, falls diese Ear-Tips, falls die verloren gehen oder ich einfach neue Ersatz brauche, habe ich hier auf jeden Fall noch Ersatz. Und da sind auch, glaube ich, noch mehr drin in verschiedenen Größen. Und Sony hat... Die sehen zumindest so aus wie die richtig guten von Sony. Sony hat richtig gute. Das eigentliche Hauptmerkmal dieses Gerätes ist nämlich das hier. Das ist dieser Bluetooth-Empfänger. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. So sieht er aus. Und irgendwo ist auch der Anschaltknopf, so eine Art Slider. Und auf der Oberseite ist dann der Klinkenanschluss. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen alle Geräte, die einen Kopfhöreranschluss haben, 3,5 mm Klinke hier anschließen. Alle, ich weiß nicht, ich habe noch nicht alle ausprobiert, ich habe, und ich weiß nicht, ob wirklich alle, aber zumindest prinzipiell kann man die anschließen und hoffen, dass es funktioniert. Das Ganze wird modern auch schon per USB Typ C geladen, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt nicht im Kopf die Daten, wie lang die Akkulaufzeit ist. Ich habe aber hier schon einen... drei- oder vierstündigen, ihr kennt ja den Aufwachen-Podcast eventuell, jetzt möchte ich ihn auch so ein bisschen was teasern, obwohl ich dann so ein bisschen, ich habe denen noch nie was Geld gespendet. Wenn ihr mir Geld spendet, spende ich euch auch Geld, sagen wir mal so, machen wir mal so einen Austausch raus. Die haben 3-4 Stunden Podcast, habe ich hier ohne Probleme mit gehört, das heißt, die 3-4 Stunden Podcast gehen auf jeden Fall. Darüber hinaus weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht allzu lange im Gebrauch, kann ich also noch nicht sagen. Das Teil selber hat natürlich auch hier einen metallischen Clip, damit ihr das überall dran klippen könnt, wo oder wie ihr gerade lustig seid. Da ist also auch ein schönes Sony-Logo drauf und dann könnt ihr hier einfach sagen, bop, bop, bop. In der Nase könnt ihr das euch nicht anklemmen, aber ihr könnt das dann an der Kleidung klemmen und dann, was weiß ich, mache ich mal hier dran, bop, und jetzt klemmt das hier. Ist nicht so das Idealste, aber ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich möchte jetzt hier meine Sony, das sind jetzt typischerweise auch Sony-Teile, MDR XB450 On-Ear, so, da kann man auch den Namen sehen, also die Sony-Teile möchte ich jetzt benutzen. Ich setze sie auf, schließe das irgendwie hier an, wenn ich das Loch finde zum Anschließen. Da ist es. Und kann dann sagen, okay, ich mache es an. Es gibt dann hier eine LED, die blinkt, es macht Töne, dass es angegangen ist. Und ich kann jetzt hier sagen, mit meinem... es macht jetzt auch immer so einen Beep, Beep-Ton wie beim Telefonieren. Es kann natürlich dann jetzt auch sein, dass... Okay, Bluetooth muss ich anmachen. Dass ich dann hier automatisch mit diesen mich verbinden kann. Jetzt macht es dödöd und sagt, es ist verbunden. Jetzt bin ich also verbunden. Ich habe ein paar Sachen ausgewählt. Das waren jetzt an den Geräten in der Nähe, die ihr vielleicht gesehen habt, waren auch alles meine Geräte. Deshalb gar kein Problem, was das angeht. Aber so, GDPR, ihr kennt ja schon, oder DSGVO. Ich kann jetzt hier einfach Musik mit abspielen. Ich mache einfach mal den Media Player hier an. Keine Inhalte vorhanden. Übertragen Sie einige Titel auf dem Gerät. Und schon sind die Titel da.
Ging ja schnell. So, hören wir mal hier Tupac. Und es läuft jetzt tatsächlich über die Kopfhörer. Ich kann das natürlich auch lauter schalten. Jetzt höre ich mich selber quasi kaum noch. Super Tonqualität durch eben diese Kopfhörer, die ich hier habe. Die Tonqualität von dem Empfänger ist auch grandios, finde ich. Also ich höre kein außer natürlich habe ich jetzt das Smartphone direkt hier in der Hand. Aber das ist einfach... Es ist einfach geil. Ich habe hier auch einen Knopf, also keinen Tippen oder sowas, sondern tatsächlich einen physikalischen Knopf. Wenn ich drauf drücke, wird das Musikstück pausiert. Habt ihr jetzt gemerkt? Pausiert. Hier unten drauf achten, auf den Play-Button. Wird wieder abgespielt. Das Tolle an der Geschichte ist noch, es ist nicht abgehakt. Also beim Pausieren ist es abgehakt, aber wenn ich dann wieder Playback starte, fadet das so ein, die Musik. Also es wird dann nicht automatisch direkt laut, sondern es fadet ein. Tolle Geschichte, wie ich finde. Es funktioniert auch, das hier ist jetzt hier ein mit Fernbedienung. Die Fernbedienung funktioniert natürlich nicht. Das kann über Bluetooth nicht funktionieren, soweit ich weiß. Aber das Mikrofon, was hier eingebaut ist, das sollte funktionieren. Also wenn ihr einen Anruf bekommt, könnt ihr dann auch mit dem Kopfhörern, die ihr jetzt habt, das sind jetzt die On-Ear-Kopfhörer, wunderbar dann Musik hören. Das ist jetzt nur ein Kopfhörer. Das Tolle ist tatsächlich, ich kann andere Kopfhörer anschließen. Wenn ich den Kopfhörer hier nicht haben möchte, weil der eher was für zu Hause, fürs Rumlaufen ist, sondern wenn ich tatsächlich wirklich High-End In-Ear-Kopfhörer haben möchte, High-End für 15 Euro geholt, naja, die Sony MH oder MH1, das sind so meine Lieblingskopfhörer aller Zeiten, würde ich mal behaupten. Habe ich auch wunderbar schön gemoddet natürlich mit grünen Stöpseln, die sind eigentlich mit dabei. Also nichts Großartiges anders gemacht. Einzige, was man hier machen muss, ist, man muss sie ein bisschen umständlich reinstecken ins Ohr, aber wenn ich sie richtig reingesteckt habe, bieten die einen wirklich hervorragenden Klang. Und diesen Klang könnt ihr dann auch per Bluetooth genießen. Also auch für Geräte, wo ihr keinen 3,5 mm Klinkenstecker habt, könnt ihr etwas sagen, ich möchte das über die wunderbaren Kopfhörer, die ich hier habe, genießen. Und das funktioniert wunderbar, ohne großartige Probleme. Ihr müsst natürlich eventuell, weil ihr unterschiedliche Geräte habt, die Lautstärke anpassen. Ich kann das mit meinem Smartphone machen. Ich habe aber auch natürlich, mach mal eine Clip ab, auf der Seite sieht man das. Eventuell, hier habe ich eine Lautstärke-Wippe, kann hier das Ganze lauter schalten und leiser schalten. Und das klappt wunderbar. Und die Qualität ist einfach unglaublich geil. Also das Teil ist wirklich richtig ein Schätzchen. Das kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr wirklich gute In-Ear-Kopfhörer habt, wie ich es hier habe hier, oder On-Ear-Kopfhörer, oder ich habe noch die Sony MDR1, das sind wirkliche Over-Ear-Kopfhörer, die sind wirklich noch eine Spitzenklasse, ein bisschen besser als die MH1, die ich hier habe, von der Tonqualität, und da kann man dann richtig abgehen mit. Ist natürlich ein bisschen was umständlich, ist nicht so wie bei den FreeBuds, die dann also wirklich sehr, sehr portabel ist, hier hat man halt immer noch ein Kabel rumhängen, aber ich kann damit theoretisch, wenn ich Musik hören möchte, das anstecken bei mir irgendwo, wenn man ein Smartphone irgendwo in der Wohnung liegen lassen und dann rumlaufen, also wenn die Wohnung nicht allzu groß ist natürlich, ist nicht, also fürs Mitnehmen macht es keinen großen Unterschied, wenn ihr rausgeht, ob ihr das jetzt per Bluetooth angeschlossen habt, das macht eventuell ein bisschen was an mehr Komfort, dass das Smartphone nicht immer per Kabel angeschlossen ist, aber ansonsten ist es natürlich, ob ich das jetzt hier drin habe oder ob ich das direkt hier angeschlossen habe, macht keinen großen Unterschied. Einzige, wo es einen Unterschied gibt, eventuell ist die Akkulaufzeit, die etwas verringert wird bei einigen Geräten. Aber wenn man zu Hause damit rumlaufen möchte, Podcasts kann man damit auch hören, wenn man möchte. Das ist halt das Teil, was von der Tonqualität mich richtig überzeugt. Ganz einfach aus dem Grund, da ich einfach meine Lieblingskopfhörer anschließen kann. Und ich habe ja schon kabelgebundene Lieblingskopfhörer. Und wenn ich die halt eben habe, kann ich die wunderbar hier benutzen. Und das Geile ist ja, es sind nicht nur Kopfhörer, die damit funktionieren, sondern ich kann alle möglichen Geräte anschließen, die eben einen Klinkenanschluss haben. Darunter zählen natürlich auch ganz normale Lautsprecher. Falls ihr also einen Lautsprecher habt, könnt ihr sie auch wunderbar benutzen und dann eben für das Abspielen gebrauchen, einfach anschließen, und dann wird der Sound halt eben darüber geliefert.
Ich kann mal so etwas zeigen. Dazu bin ich mal ganz kurz weg. So, 5 Stunden später bin ich auch wieder da. Ihr kennt ja vielleicht diese X-Mini-Lautsprecher zum Beispiel. Den könnte ich auch anschließen. Es gab ein paar, die wurden mit Bluetooth verkauft. Das ist jetzt einer ohne Bluetooth. Der hat nur einen Klinkenanschluss. Und den Klinkenanschluss, den kann ich zum Beispiel hier klinkenmäßig auch an diesen Empfänger anschließen. Wo habe ich das denn hier? Anmachen. Und dann kann ich einfach auf meinem Smartphone sagen, oder noch nicht mal auf Smartphone, sondern ich klicke einfach hier auf Play. Und jetzt hört ihr, die Musik wird eingefadet und läuft. Und so kann ich halt hier eben, ich stopp das Ganze mal, damit ich keine Copyright-Schwierigkeiten kriege. Gerade nach dem Artikel 13 dann auch noch, dass das eventuell auch gar nicht abgeloadet werden kann. Naja, anderes Thema. Also ich kann da alle möglichen Geräte mit anschließen. Das ist das Tolle an diesem kleinen winzigen Winzlingsgerät von Sony, ist eben... Die Akkulaufzeit habe ich bisher keine Probleme mit gehabt, kann ich mich nicht beschweren. Alles, was so 3 oder 4 Stunden hält, ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung für Musik. Das ist das Teil für Musikliebhaber, würde ich sagen. Ihr könnt eure heißgeliebten Schätzchen, die eben, also der perfekte Ersatz für alle Smartphones, die keinen Kopfhöreranschluss mehr haben, könnt ihr einfach damit benutzen, per Bluetooth dann anschließen und eure heißgeliebten kabelgebundenen Kopfhörer damit benutzen. Es ist natürlich nicht die mobilste Variante, wie gesagt, weil halt eben die Kopfhörer alle eigentlich für den kabelgebundenen Weg sind. Und wenn ich dann hier so ein ganz, ganz langes Kabel habe und dann einen Bluetooth-Empfänger, ja, wozu? Dann kann ich doch den ganzen langen Kabel an dem Smartphone anschließen, wenn ich durch die Pampa laufe und brauche dann nicht so einen Bluetooth-Empfänger. Das werden wohl einige sagen. Aber manchmal macht es eventuell doch schon Sinn, so einen Bluetooth-Empfänger zu haben für verschiedene Dienste eventuell, die man machen möchte, die man benutzen möchte. Und ja, das ist also dieser Sony SBH24. Ich glaube, den gibt es für knapp unter 50 Euro zu kaufen. Falls ihr Glück habt, kriegt ihr den so wie ich noch eine ganze Ecke günstiger. Und dann kann ich euch auf jeden Fall erzählen, zuschlagen. Ich habe jetzt zu den Headsets selber, habe ich nichts, die habe ich nicht. Ich habe einfach... gute Headsets, keine Ahnung, ob die gut sind. Aber zum Notfall habt ihr dann auch noch kabelgebundene Kopfhörer hier drin, die ihr vielleicht benutzen könnt oder verschenken könnt oder was auch immer. Das Ganze wird per USB-C aufgeladen. Es hat auch die Möglichkeit, nicht nur, dass man sich mit einem Gerät verbindet, falls ihr mehrere Smartphones habt. Ihr habt jetzt noch ein anderes Smartphone gehört, das Honor 10, was ich hier das letzte Mal benutzt habe für die FreeBuds von Huawei. Das zum Beispiel hat sich gerade gemeldet, das könnte ich auch mit denen paaren und könnte dann sagen, okay, ich möchte Anrufe zum Beispiel von meinem Honor 10 bekommen und Musik möchte ich von meinem Sony Xperia X weiter hören. Und dann, wenn ein Anruf kommt, wird das halt eben durchgeleitet von dem Honor 10. Das klappt also auch wunderbar. Also es gibt diese Möglichkeit, Multi-Devices zu benutzen. Damit man das konfigurieren kann, müsst ihr euch ein bisschen was einlesen, weil es, wie gesagt, es gibt hier nur 3 Tasten. Also die Lautstärke Wippe, 2 Tasten im Grunde genommen. Und die 3. Taste, so wie den Ein- und Ausschalt-Schieberregler. Und da müsst ihr eine bestimmte Kombination drücken, notfalls im Handbuch nachlesen, wie das funktioniert. Ich glaube, anmachen und Lautstärke runterdrücken oder irgendwie sowas, um eine bestimmte Aktion auszuführen, um einen bestimmten Modus zu aktivieren. Und dann klappt das dann aber auch schon. Das ist also ein ziemlich geniales Teil, kann ich allen nur empfehlen, falls ihr nach einer Bluetooth-Alternative sucht für eure kabelgebundenen Kopfhörer, damit ihr die weiter nutzen könnt. Ansonsten, wie gesagt, keine Kaufempfehlung oder sowas. Sowas mache ich natürlich nicht. Müsst ihr alles selber entscheiden, ob ihr sowas haben wollt. Ich will auch keine Werbung oder sowas machen, sondern einfach nur Sachen, die ich getestet habe und wo ich dann meinen Senf dazu gebe. Es ist also exklusiv keine Werbung, sondern nur Sachen, die ich gekauft habe und die ich getestet habe. Bin begeistert davon, dafür, dass das Teil so günstig ist, hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Qualität, die da rauskommt, wirklich so gut ist. Wie sieht es mit Abbrüchen oder sowas per Bluetooth aus? Ja, das Honor 10, was hier gerade wieder rumpiepst, hatte mal Probleme. Es liegt aber, glaube ich, am Honor 10, weil alle anderen Geräte haben keine Probleme mit Abbrüchen gehabt. Ich habe so den Verdacht, Honor hat da bei den Stromsparmechanismen ein bisschen was übertrieben und wenn der Akku unter einem bestimmten Prozentsatz fällt, dann habe ich Probleme mit den Sonys gehabt. Also das heißt, Probleme, die hatten immer 0,5 Sekunden Aussetzer. Das heißt dann, wenn die Verbindung mal kurz flöten geht, dann fängt er halt lieber mit dem Einfaden wieder ein. Ich weiß nicht, ob man das ausschalten kann mit dem Einfaden, dann fällt es eventuell nicht so sehr auf, eventuell bei den Aussetzern. Aber das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen muss.
dass das eventuell Probleme bereitet. Also falls ihr Huawei-Produkte habt, womit ihr das einsetzen wollt, testet es vorher, wenn ihr das könnt. So mein Senf zu der ganzen Geschichte. Ansonsten, falls ihr Kommentare habt, falls ihr das Gerät habt, falls ihr Tipps dazu habt, was man damit noch alles anstellen kann, was man damit besser machen kann, oder falls ihr ähnliche Geräte habt, muss jetzt nicht von Sony sein, sondern andere Geräte, die auch einen guten Sound liefern, die eventuell noch ein paar Zusatzfunktionen haben, dann könnt ihr mir das Ganze natürlich alles im Kommentarbereich posten und einen Daumen nach oben geben und abonnieren. Und eine Sache, die ich noch vergessen habe, hier prangt natürlich auch noch ein NFC-Logo drauf. Das heißt, falls ihr NFC habt, braucht ihr das mit dem Bluetooth-Einrichten gar nicht so zu machen. Könnt ihr das Phone dran halten, NFC, bim, und dann ist es gepairt. Noch einfacher geht es, glaube ich, kaum. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.